So, meine Lieben, da bin ich schon wieder und natürlich auch am Regiepult die Veronika, die seht ihr natürlich nicht, aber ich sehe sie schon. Unsere Assistentin, sowohl eure Assistentin wie auch meine, also mit ihr kommuniziert ihr. Ich habe wieder mein kleines Tablet dabei, weil bei mir to hell and back bedeutet 5 Tabata-Exercises, die ihr 8-mal A20 Sekunden macht. Ich altersangepasstes Training nur 4-mal. Gell? Ja, Augen auf bei der Berufswahl, würde ich jetzt sagen. Und wir haben immer 4 Minuten Belastung und danach könnt ihr durch Schnaufen ein bisschen was trinken, Schweiß abwischen, was auch immer. Wichtig ist, dass ihr versucht, trotzdem auch so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ich erkläre das nächste Tabata-Intervall und dass ihr euch dann nicht vielleicht hinsetzt oder auf die Couch kurz zurücklegt, sondern einfach, dass ihr locker so ein bisschen trippelt am Platz. Ansonsten lege ich meine Accessoires, Drillerpfeife und Tablet beiseite und Veronika startet die Musik. Ihr könnt wie immer erstmal euch aufrichten, Hände schütteln, Kopf schütteln, tief atmen, lächeln. Freudig und kreise mal bewusst mit mir die Schulter nach hinten, ja? Auch wenn du jetzt vorab mit mir die Bodystyling trainiert hast, ein kleines Mobilisationsstarten ist wichtig. Tempo. Es gibt ja auch einige von euch da draußen, die schlafen ein bisschen länger, es sei euch gegönnt, oder die Familie schon versorgt und starten jetzt und deshalb nochmal ein kleines Warm-up. Rücken rund und lang. Katzenbuckel. Sehr gut. Ne? Die meisten machen natürlich unsere zweimal eine halbe Stunde und haben für sich das perfekte 60-Minuten-Workout schon safe im Kasten. Richte dich auf. Franzi Nina Diffner, weiter geht's. Jetzt habe ich auch verstanden, in der Pause hat die Veronika mich aufgeklärt, was es heißt, du bist still. Konnte ich nicht so ganz identifizieren, aber ich meine, wegen dem Power-Üben. Alles gut. Ihr dürft uns schreiben, jede Kommentar ist willkommen. Länge geben. Wir werden in der ersten Tabata-Sequenz auch gleich Sprünge haben. Deshalb Sprunggelenke gut warm machen. Knie, ihr Lieben, Knie. Weiterhin, Karin, jawohl. Ah, schön. Denk dran, Brustbein heben, lange Arme. Stolzer Blick in die Kamera. Manuela ist wieder dabei. Monika, Karin, Sandra. Hallöchen. Tack, tack. Aha. Sandra. Ja, nicht in München Mitte, sondern hier. 8, 7, 6, 5. Sehr schön. Hast du nicht Urlaub? Einatmen. Einatmen. Ausatmen, ihr Lieben. Öffnen, Handgelenke. Ja, bisschen schneller. Die erste Einheit ist zwar eine Sprungeinheit, nur die zweite ist dann gleich eine Tabata-Einheit, Stützkraft und deshalb die Handgelenke jetzt mit vorbereiten. 4, 3, 2. Gut, ausschütteln, in Bewegung bleiben. Kennt ihr den Buchstabe Theodor? Theodor, ja? Von hinten immer wieder zurück, immer wieder nach vorn und das Ganze schön wechselseitig, ja? Vorwärts, rückwärts. Nicole macht weiter. Karin, ich bin spitze, ich hab da noch gar nichts gemacht. 20 Sekunden, ja? Tablet ist on. Ich nehme die Farbe rot, dann sehe ich das nämlich ein bisschen besser. Vorbereiten. 20 Sekunden. Ready? Top, die Wette gilt. Auf geht's. Einfach schnell den Buchstabe springen. Ah, du kannst auch gern deine Arme mit einsetzen. Es geht darum, Herzfrequenz zu erhöhen. Komm, auf geht's, Franzi. Weiter. Den Tag starten. Ihr kriegt gleich Pause. Jetzt. Und beim Tabata macht ihr 8 Durchgänge und ihr seid jetzt gleich wieder im zweiten Durchgang. Los geht's. Ah, immer bewusst. Hier, vorwärts, rückwärts. Rechts, links. Den Buchstabe Theodor springen. Kannst du zu Hause, warum auch immer, nicht springen, kannst du das auch wunderbar mit einem Step-Touch und kleine Bremse.
So, ihr Lieben, zweite Runde im Kasten. Dritte Runde. Ja, Herzfrequenz nach oben. Achtung, vorbereiten. Und los geht's. Jump, jump, jump. Hier, hier. Hopp, hopp, hopp. Ja, schnell. Ihr könnt auch größere Sprünge machen. Hopp, 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 hopp. Variiert das mal ein bisschen. Ja, mir geht's bei dem T-Post-Jump bewusst darum, Herzfrequenz hochzuschieben. Und hau die Bremse rein. Vielleicht trippelst du locker in diesen 10 Sekunden dazwischen am Platz. Ja, Achtung. 3, 2, 1 und wieder los geht's. Immer den Buchstabe T, ja, in der letzten Stunde, wo ich das erste Mal hatte, Buchstaben tanzen. Alle Bock war, aber ihr springt die Buchstaben, den Theodor, ja. Komm, weiter, weiter, weiter. Karin zweimal sogar. Manuela, Monika, Bremse. 10 Sekunden, Halbzeit. Ihr habt, glaube ich, alles gesehen. Gut, Manuela hatte letzte Woche auch Geburtstag. Alles Gute noch nachträglich. Los geht's. Vor lauter Social Media habe ich den Tag verschlafen. Aber wir sagen natürlich Happy Birthday nachträglich. Und wenn ich jemanden vergessen habe aus Versehen, gut, weiter. Nicole, weiter, weiter, weiter. An der Stelle noch keine Push-Ups. Das schaffst du wunderbar. Bremse rein. Sehr schön. Nummer 5 im Kasten, ihr Lieben. 3 Durchgänge noch, dann haben wir es schon. Ah, zwischendrin locker. Ich bin wieder bei euch. Los geht's, komm. Hopp, 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 zack, schupp, schupp. Und einfach die Arme so ein bisschen locker mitbewegen. Erich, super. Danke für den Kommentar. Ah, schnelle Runde geht noch. Wenn ihr mir irgendwann bayerisch hinschreibt, dann wird es interessant, wie ich das dann wieder ausspreche als Zugehörigste. Gut, ihr Lieben, ihr seid schon wieder in der Pause, aber ihr seid jetzt schon wieder im Training. Los geht's. Genau, eine schöne, schnelle Runde, eine schöne halbe Stunde to hell and back. Und dann ab unter die Dusche, ab in die Arbeit, Homeoffice, was auch immer, einkaufen. Ihr Lieben, ihr müsst nicht losrennen und alle Weihnachtsgeschenke shoppen. Schenkt Gutscheine von uns. Bremse rein. Diese Woche am Donnerstag gibt es wieder im Online-Shop unsere vergünstigte Gästekarte. Vielleicht braucht ihr noch ein Weihnachtsgeschenk. Ihr Lieben, Finaleinlauf, Nummer 8. Los geht's, jetzt geht's, auf geht's, komm, komm, komm. Jetzt geben wir nochmal Gas. Hopp, tscha, tscha. Dribbelt mich aus. Schafft ihr nicht. Seid ja viel zu weit weg. Oh, schade. 3 Sekunden noch, 2 Sekunden noch. Große Pause. Sehr schön, gut. Atmen. Ihr trippelt ein bisschen weiter. Und schaut schon mal. Ich brauche euch unten. Guckt mal. Ich habe den herabschauenden Hund. Ich habe den Ripple. Und den heraufschauenden Hund. Und dann schiebe ich wieder zurück. Ja. Das ist eine schöne Body Roll. Viel Stützkraft. Ohne Push-Up an der Stelle. 4, 3, 2, hoch den Popo. Ribble, guck nach oben. Roll, Spannung, schieb. Tja, hoch. Roll, schieb. Letzte, Bremse. Ja? Okay, da geht's schön um Mobilität. Fließen. Vorbereiten. 3, 2, 1, los geht's. Roll. Herabschauender Hund und heraufschauender Hund. Bauchspannung. Stolze Körperachse. Hopp. Schön schieben. Roll nach vorn. Stützkraft. Schieb hoch. Sei stark in der Schulter. Brems rein. Stärk. Hoppala, habe ich Haare im Gesicht. Ganz stark in der Schulter sein, ja? Fingerspitzen weit auseinander. Los geht's, ihr Lieben. Diese 10 Sekunden dazwischen, da habe ich echt ein bisschen Druck, euch schnell Informationen für die saubere Ausführung zu geben. V, rollen und dann das gefühlte Hängebauchschweinchen, ja, aber mit Core-Spannung, deswegen ist es vollkommen safe. Bremse rein.
Und ich persönlich trainiere es ein bisschen mit breiteren Armen, würde aber auch im schmalen Stütz gehen. Achtung, ready und hoch mit euch. Vierte Runde. Roll, Hund, Schub. Roll, Hund, Schub. Ja, bewusst. Schönes Durchrollen und Schub. Schön viel Technik drin. Schub. Bremse. Da seht ihr mich vielleicht nicht so viel. Wenn ihr bei der Übungserklärung immer aufpasst, passt es dann für euch auch wunderbar. Und ihr seid schon wieder dran. Los geht's, los geht's. Nummer 5. Ein Durchmobilisieren des gesamten Körpers. Gleichzeitig ein Stretch-Effekt in die vordere Kette und in die rückwärtige Kette für die Beine. Ja, bei dem herabschauenden Hund. Noch 5 Sekunden und dann haben wir schon wieder Pause, leider aber. Okay, sehr schön. Gut, ihr Lieben, durchatmen. Nummer 6, ich nehme schon mal die Pfeife. Ihr seid schon wieder im Hund. Los geht's, ab nach oben. Na, ihr könntet immer den Hund als Halteposition nehmen und dann euch wieder hochschieben. Bauchspannung, Sprunggelenke, Ripple. Und Sicherung. Und Roll. Yes. One. Break. Super. Wie fühlt ihr euch? Jetzt noch nicht antworten, in der Pause antworten, weil ihr jetzt gerade die Hände auf dem Boden habt. Bremse rein. Ich kann ja schon mal die Frage stellen. Ihr könnt während Durchgang 7 und 8 überlegen, was ihr in der Pause der Veronika und mir schreibt. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Huh? Schnelle Runde geht noch, hat Erich geschrieben, das ist vollkommen richtig. Das ist auch eine schnelle Runde, die ist sehr kurzweilig. Bremse rein, weil in der Zeit, wo ihr Pause habt, texte ich euch ein Stück weit zu. Veronika schreibt ein bisschen was und ihr seid jetzt schon im 8. Durchgang. Achtung, los geht's. 8. Durchgang. So, jetzt Beate, los geht's. Karin, Monika, Manu, Karin nochmal, Sandra. Diffner, Franziska, Erich, Nina, alles wunderbar, ich sehe. Bremse rein, eventuell war ich gerade kurzweilig mal weg, ich habe schon getauscht gerade und müsste jetzt wieder da sein, theoretisch. Okay, sehr gut, wer auch immer den Kommentar geschrieben hat, Adlerohren, nicht Adlerauge, sehr gut. Veronika, das ist die Alte, damit ich sie nämlich... So, ihr Lieben, gepfiffen habe ich. Ich hoffe, ihr turnt nicht mehr. So, ihr Lieben, seid ihr bereit für die erste Runde Burpees? Ja, Susan, sind wir. So, ihr Lieben, ich habe heute wieder den Burpee dabei mit der Bauchlage im I. Ich bin heute ein bisschen mathematisch unterwegs. Das heißt, wenn du unten bist, streckst du Arme und Beine aus, kommst zurück und springst hoch. Alle Fortgeschrittenen springen anstatt hoch, hoch in den Taktjump. Ja? Das ist der herausforderndste Tabata. Jetzt gibst du alles. Ja? Du hältst durch. Ich mache mal ganz kurz mein Mikro noch ein bisschen fester, weil sonst fliegt es jetzt gleich. So, ihr Lieben, seid ihr soweit? 3, 2, los geht's. Auf geht's. Ins I, in den Tack. Ins I, in den Tack. Schön. Einmal die Wasserflasche. So, ihr Lieben, ihr macht einfach weiter. Achtung, ihr habt die Bremse in 3, 2, 1. Bremse. Gut. Ich stecke mein Mikro wieder ein bisschen fest, sonst fliegt es gleich durch die Gegend, während ihr die Runde 2 macht. Achtung, jetzt. Los geht's. Was habt ihr denn schon wieder geschrieben? Ihr lieben Veronika schmunzelt zu kurz. Ah, heute muss ich ein bisschen putzen. Achtung, super Mobilisation, Karin. Genau, das stimmt. So war meine Planung. Ready? 2, 1. Burpees ab in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Sehr gut. Komm mal. So, ihr Lieben, weiter geht's. Mikro ist fest. Jetzt kann ich mit euch Gas geben. Hopp, tscha. Ab geht's. Tscha. Und, tack. Und,
runter, I, rauf, tack. Runter, I, rauf, tack. Bremse. Sehr schön. Runde 4 ohne mich. Super, 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 ihr Lieben. Alles wunderbar. Tief durchatmen, ihr seid wieder dran. Eure vierte Runde. Muss kurz mal ein bisschen was trinken. Sehr schön. Komm, haltet durch. Das ist die Highest-Variante, die ich habe. Wenn du sagst, du steigst zurück, du legst dich ab, du steigst nach vorn, du streckst dich, auch super. Wunderbar. Bremse rein. Mittlerweile solltet ihr so viele Varianten von uns kennen, dass du immer wieder entscheiden kannst, was geht heute Morgen. Nummer 5. Auf geht's. Hopp. Ins I und Tuck Jump. Runter, I, Tuck Jump. Runter, I, Tuck Jump. Ihr habt noch 3 Sekunden genau. Achtung, Bremse. Sehr schön, jawohl. 3 Durchgänge noch für den Burpee. Und dann hast du es schon im Kasten. Los geht's. Dann ist wirklich der schwierigste Tabata, den ich heute dabei habe, schon gemeinsam geschafft. Aber den habe ich bewusst in die Mitte gesetzt, um in der Leistungskurve dich hochzujagen und dann langsam, Betonung ist auf langsam, Step by Step runterzubringen. Bremse rein. So, jetzt wird es anstrengend, ihr Lieben. Schweißfaktor. Auf geht's. 5, 4, 3, 2, auf geht's, komm, los geht's. Den Tuck, wenn du möchtest. Wenn du sagst, nee, ich mach keinen Tuck, ich mach nur nie rechts und links, ist das auch super. Denk dran, Manu, wieder Brustbein heben, aufrichten, ja. Bei der Bauchklatscher oder bei dem Bauchklatscher natürlich nach unten schauen, sonst immer nach oben. Ihr wollt ja auch nach oben springen, wenn ihr Platz zur Decke habt. Letzte Runde, ihr Lieben. So, jetzt sind es genau noch deine 18 Sekunden für den letzten Burpee-Satz. Gib, 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 gib mir alles. More, 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 more. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Bremse. Da pfeift es auf dem letzten Loch. Beine ausschütteln, ihr Lieben. Das könnte sein, dass das jetzt wirklich ein bisschen anstrengend war, je nachdem, welches Level ihr gewählt habt. Gut, ich setze jetzt den sogenannten Superman Rock dazwischen, bevor ich dann nochmal das Finale hole. Ihr Lieben, entweder Arme nach hinten, Beine und die Schaukelbewegung, oder die Schaukelbewegung. Denkt dran, wenn die Arme ganz weit vorn sind, ist es die schwierigste Hebelvariante. Entscheide, was geht. Und nachdem ihr maximalen Espresso im Bauch habt, geht diese sogenannte Plauzenschaukel auch. So. Okay, Sixpack-Schaukel. Vorbereiten. Top, die Wette gilt. Augen zu. Los geht's. 20 Sekunden. Wenn du einmal drin bist im Schaukeln, einfach schaukeln. Ja, kleine Bewegung. Füße zusammendrücken, Hände festgeben oder hinten. Oder seitlich an den Schläfen. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Bremse. Und in der Bremse kannst du die sogenannte Steffenflunder machen. Da kannst du einfach nur liegen bleiben. Achtung, Spannung aufbauen und los geht's. Zweite Runde. Du entscheidest, ich nehme jetzt mal die mittlere Variante. Ihr müsst also auch nicht, müssen sowieso nicht, 8 Varianten in der gleichen Version arbeiten. Ihr könnt auch variieren mit den Armen. Ja? 3, 2, gut, Bremse. Tief durchatmen. Der Schweiß läuft in Strömen. Ja. Nina, das ist gut. Los. Guckt vielleicht, dass ihr nicht mit der Nase bei der Übung jetzt jedes Mal in euren eigenen Schweißperlen reintupft, sondern dass ihr kurz vorher bremst. Gut, sehr schön. Ah, Sandra sagt ein bisschen warm. Na, du bist ja lustig. Dann streng die Mäule ein bisschen an. Geh. 2,
Und wenn du das Chamyuva Leibal anhast von der White Knight, dann ist es vielleicht ein bisschen kalt, ja? Die langen Leggings anziehen. 2, 1. Und los geht's, ihr Lieben. Wie gut, dass ich immer für jeden da draußen eine kleine Verbinderli habe. Woher kennen wir uns? Wo sehen wir uns? Oh. Ihr Lieben, weiter. Komm. Arbeite. 2, 1. Und für alle, die Workouts irgendwann nachtouren, genau dafür ist es auch gemacht. Live zu sein ist nett, dann kann man mit der Community bremse. Mit der Community direkt mit mir, mit der Veronika korrespondieren. Wenn man aber es zeitlich nicht schafft, Büro, Job, dann einfach nachtouren ist super. Gut, bei uns kommt heute, glaube ich, wieder ein sonniger Tag in München an. Da freuen wir uns total. Letzten 3, 2, 1, Quake. Ihr Lieben, das waren 5 Durchgänge. 3 fehlen uns noch. Hinlegen. Augen zu. Und los geht's. Während ihr die 6. Runde schaukelt, trinke ich mal kurz was aus meiner Body and Soul Flasche. Sehr schön. Ihr seid schon bereits in der Halbzeit drin und ihr atmet ganz gleichmäßig weiter. Und diese Schiffsbremse, Schiffsschaukel analog zum Oktoberfest, ja, ihr entscheidet, wie hoch ihr die schaukelt. Wenn der Rücken gesund ist, kann die sehr, sehr ausgewogen sein. Und manchmal mache ich persönlich auch, dass ich mich mit den Händen so ein bisschen vom Boden abdrücke. Ja? Aber das ist wirklich abhängig, wie gesund dein Rücken ist. Umso mehr du biegst, umso mehr knutschen die Dornfortsätze. Ist der Rückenstrecker stark genug, macht das überhaupt nichts. Ansonsten weniger ist mehr. Ja? Kann auch eine kleine Schaukel sein. Letzte Runde, ihr Lieben. Auf geht's, Nummer 8. Ich nehme nochmal die Arme nach hinten oder an die Seite oder nach vorn. Ja, letzten 4, letzten 3, letzten 2. Jetzt habe ich meinen ganzen Schweiß ins T-Shirt gedrückt. Sehr schön. Okay, Tabata vor im Kasten. So, ihr Lieben, heute erfordere ich ein bisschen Stützkraft von euch. Das heißt, wir werden jetzt die Blank-Checks nochmal machen, die am Sonntag im Adventskalender waren, die Mel gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht, das waren diese Bewegungen. Und dazu mache ich Arm, Arm, Shoulder, Schulter. Also wieder Koordinationstraining. Letzter Tabata, heiß und fettig. Ab nach Hause. Top, die Wette gilt. In 3, 2 und los geht's, ihr Lieben. Auf geht's. 1, 2, Shoulder, Shoulder. Hopp, hopp, Shoulder, Shoulder. Sexy Arms und sexy Bauch. Vor, vor, Schulter, Schulter. Weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Schub, Schub. Bremse rein. Und es kann sein, dass du von jedem Durchgang zu jedem Durchgang ein paar weniger schaffst. Das ist okay. Ihr seid wieder dran. Ja? Weil körperliche Ermüdung setzt ein, das Core schön viel stabilisieren muss, hat auch schon sehr viel gearbeitet jetzt in den letzten 20 Minuten und ihr versucht jetzt einfach diese 6 Durchgänge, du bist gerade ja schon wieder fertig, durchzuhalten. Ja? Erzählt euren Freunden, Bekannten, Verwandten davon, gebt ihnen den Link, ihr seid dran, gebt ihnen den Link zu unserer Homepage, sagt, dass wir das später auf YouTube aktuell hochladen. Da sind wir immer noch so ein bisschen in der Testphase. Da brauchen wir noch so ein bisschen, ja. Aber haltet durch. Ah, Erich hat geschrieben, das war top. Ah, Karin, sorry. Veronika zeigt auf den Namen. Erich, du hast nichts geschrieben, dass es schön war für den Rücken. Okay, ihr Lieben, wo sind wir denn gerade? In der Pause. 4. Runde, wieder mit mir. So, Sandra, auf geht's, komm. Up, up, Schulter, Schulter, zack, zack. Ach, Manu, und übrigens, da kannst du auch auf den Boden gucken bei der Übung, gell? Nicht, dass du da aus Versehen in die Kamera guckst. Da könnt ihr mit der Nase nach unten schauen. Körperspannung halten, Bremse.
Gut. Vier haben wir schon. Also nur noch vier. Spannungsspiele und Schokolade und lecker. Los geht's. Auf geht's. Deine Nummer 5. Und dann ist es leider auch schon wieder gegessen heute Morgen. Ja, Donnerstag bin ich wieder da. Freitag bin ich wieder da. Oh, noch zweimal früh aufstehen. 6 Uhr klingelt der Wecker. Wann bei euch? Bei Veronika ein bisschen früher. Die muss ein bisschen länger hier rausfahren, um uns zu besuchen. Gut, ihr Lieben, 5. Runde schon geschafft. Das heißt Nummer 6, 7 und 8. Achtung, ihr Lieben, Länge geben, gell? Zack, zack. Spannung halten. Vor, vor, Zug, Zug, vor, vor, Zug, Zug. Und wenn du sagst, die Arme sind zu schwer, dann mach doch einfach nur die Bahane. 8, 7, 6, 5. Bremse. Und wenn du sagst, der Sprung geht nicht, dann out, out, in, in. Ja, Alternativen finden. Was keine Alternative für Sue ist, auf die Couch kurz setzen und bis zum nächsten Exercise warten, was dir wieder gefällt. Das gibt's nicht. Ihr dürft alle Übungen abwandeln, auch verändern, wenn es sein muss. Ja, Training, Training, Training. Bremse. Ihr Lieben, der Finaleinlauf, nur noch 8 und dann ist Schicht im Schacht für heute schon. Los geht's. Und dann verlassen wir euch schon wieder für heute Morgen. Heute Abend 3 Stunden mit Franco, 3 Live-Sessions. Ja, Franco-Time. Jeder hat ja so ein bisschen auch seine Community. Diffner, ich weiß gar nicht, ob da Step dabei ist. Da kannst du dich mal wieder versuchen. Jeder... Ihr Lieben, brecht zusammen, atmet tief durch, je nachdem, wie gerade das Kreislaufgefühl ist. Ich komme wieder in die Kamera gelaufen, laufe aber an euch vorbei und schwinge zu meiner Musik rüber, sodass die Veronika in aller Ruhe mit euch schreiben kann und wechsle auf meine ruhige Musik. Ich beende nochmal mit euch oben. Das ist, glaube ich, für das Herz-Kreislauf-System ganz gut, wenn wir nicht da unten jetzt nur rumliegen. Und gebt mir nochmal klassisch den Hüftbeuger. Schiebt mal die Hüfte nach vorn. Richtet euch nochmal auf. Beinwechsel. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich jetzt mal in dieser Tabata keine Push-Up-Challenge dabei hatte in der Twirl and Back. Ja? Heute habe ich mich fokussiert auf Stützkraft und auf Cardio-Training. Und wechsel nochmal andere Seite. Und ausatmen. Schieb mal ein Bein nach vorn und die Hände nach unten und zurück. Nochmal das gleiche Bein nach unten und zurück. Tief durchatmen und zusammenbrechen. Ja, es geht doch, oder? Zusammenbrechen, gut, dann geht es mit tief durchatmen nicht mehr. Ah, gut, sehr schön. Richtet euch mal auf, hebt mit mir das Brustbein an, hier den Reißverschluss aufmachen und lehnt euch mit mir seitlich zu einer und zur anderen Seite. Wow. Ja, bewusst tief atmen. Erich, wie war es mit deinem Short Trip? Noch mal ein bisschen kurzes Training hinten dran hängen, kurzweiliges Training. Schön durchmobilisiert, auch den Rücken, die einzelnen Wirbelsäulensegmente wieder in die Länge gegeben, gerade mit den Ripple. Einatmen nach oben, ihr Lieben, schließt mal die Beine. Und jetzt rollt euch klein, sodass die Knie mit den Ellenbogen so einen Little Touch kriegen. Wenn ihr oben seid, Blick nach oben, Blick nach unten, Blick nach oben, einatmen, ausatmen. Auch das kann wunderbar mal eine Übung sein, wenn du im Büro ziemlich lang am Laptop, am Rechner gesessen bist und sagst, oh, jetzt erwische ich mich selber, dass ich so ein bisschen am Rechner rumlümmel, dass du dich einfach mal aufrichtest, so dieses...
ich nenne es mal Federn, Turnvater Jan, Jane Fonda. Gegen die Bewegungen ist überhaupt nichts einzusagen, einzuschätzen, nichts zu sagen, so rum ist es richtig. Ihr Lieben, bevor ich mich noch mehr verbabbel, sagen Veronika und ich einen schönen Tag, einen schönen Dienstag. Denkt dran, Donnerstag Gästekartenaktion. Bleibt auf alle Fälle gesund, bleibt fit, ganz nach unserem Hashtag Stay Healthy and Fit 2.0.